Herbst 1939. Die deutsche Wehrmacht überfällt das polnische Nachbarland. Hitler stürzt Europa in den Krieg. Am 9. November, dem Gedenktag an seinen missglückten Putsch von 1923, lässt sich der NS-Diktator wie jedes Jahr in München feiern und ahnt nicht, dass in der Säule hinter ihm eine Zeitbombe tickt. Wir wussten alle, heute in München spricht Hitler. Dann haben wir das im Radio eingeschaltet und zugehört. Und auf einmal macht es einen Mordsknall und es also dieses Attentat geschehen. An der Schweizer Grenze gerät der Attentäter zur gleichen Zeit zufällig in eine Kontrolle. Georg Elser. Ein unauffälliger Kunstschreiner aus Königsbronn auf der Schwäbischen Alb. In Königsbronn, wo das aufkam, dass der Elser das Attentat gemacht hat, das hat kein Mensch verstanden. Wie kann der Elser sowas allein auf die Füße gestellt haben? Der Elser muss doch jemand gehabt haben. Der Elser, das gibt's doch nicht. Wer steckt da dahinter? Doch der kunstfertige Handwerker hat allein gehandelt. Bei uns als Schwaber sagt man, das war ein richtiger Tiefdeli. Und daher hat er auch, ich sage, Uhren repariert. Dann hat er auch die Zeitbombe machen. Ne? Um an Sprengstoff zu gelangen, verdingt er sich eigens als Arbeiter im örtlichen Steinbruch. Und erprobt sein Patent im elterlichen Gartengrundstück. Konsequenter als jeder andere erkennt der einfache Mann, dass nur ein Weg bleibt, Hitlers Krieg zu verhindern. Sagte Georg Elser zu mir, weißt eigen, wir kriegen keine bessere Zeit und keine bessere Zukunft in Deutschland, bis die Regierung in Luft springt ist. Nach München zieht Elser im Sommer 1939. In nächtelanger Schwerstarbeit baut er unbemerkt seine selbstgefertigte Bombe in die Säule ein, vor der Hitler sprechen soll. Am 9. November 1939 detoniert sie. Auf die Sekunde genau um 21.20 Uhr. Acht Besucher sterben in den Trümmern. Nur Hitler hat den Saal 10 Minuten zuvor außerplanmäßig früh verlassen. Seine Propaganda stilisiert den Zufall zur Vorsehung. Insgesamt scheitern rund 40 Versuche, Hitler zu töten. Neben christlichen Gruppen wie der Weißen Rose, kommunistischen wie der Roten Kapelle oder militärischen wie dem 20. Juli, die das Regime in Schauprozessen aburteilt, gibt es zahllose, oft weithin unbekannt gebliebene Widerständler. Einsame Helden wie Georg Elser. Er ist eben auch für kommende Generationen ein leuchtendes Beispiel dafür, dass eben doch nicht alle Menschen versagt haben, dass es doch immer wieder Menschen gab, die ihren Weg gegangen sind und bereit waren, dafür auch ihr Leben zu opfern. Im KZ Dachau stirbt der Einzelgänger, kurz vor Ende des Krieges, den er verhindern wollte.